Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bed Wars. Und jetzt mal auf Lightstone. 5 Sekunden noch. Dann geht's los. Und ja, guter schneller Spawner. So. Schön mal Bett anbauen. Dann Eisen Shotgun und ein paar Blöcke. Jetzt Weiß rushen. Weiß ist runtergefahren. Der ist nicht schlecht. Obwohl er nur ein 1 da ist. Wahrscheinlich hat er woanders trainiert oder sowas. PvP und ist jetzt auch auf HPC gekommen. Na, der Moment, so gut war er doch nicht. Obwohl er mir. Obwohl, ja, mal schauen. Habe ich mich einfach hochgepackt. Ja, cool. Na, schade. Ja, aber ich gehe jetzt einfach noch einmal rüber. Und dann müsste ich ihn haben. Und danach kaufe ich mir eine Eisenrüstung. Jetzt kann ich. Jetzt habe ich mir alles rausgenommen. Ja, egal. Nehme ich das Album nochmal zurück. Kaufen jetzt mit dem Gold ein Gapple. Und jetzt baue ich mich da rein. In die Mitte mal rein. Mitten ins Geschehen. Da ist niemand, das ist gut. So. Jetzt hole ich mir erstmal die Dias, um mir Sharp zu kaufen. So, und jetzt greife ich an. Nehme ich mich einfach von hier. Nee, mit der Bau. Da ist niemand, da ist niemand. Ich glaube, es sollte noch niemand in der Mitte gewesen sein. Jetzt kann ich mir nämlich Full Dia kaufen. Zwei Dias, noch Dia und Prot. Das Spiel kann tatsächlich noch ein Win werden. Wir alle haben halt noch Betten. Aber. Na, ah, schade. Ja, das war gut, dass er mir hinterhergelaufen ist für ihn. Nicht für mich natürlich.
Weil jetzt kauft er sich wahrscheinlich die Ausrüstung, die ich mir kaufen wollte. Jetzt wird er sehr gut sein. Ah, hat nur Eisenrüstung. Und spielt mit Zyberfischen. Kein cooler Player. Bogen sind ja noch okay. Aber wer spielt schon mit Silberfischen? Oder Eisengolem ist auch schlimm. Soll ich reingehen? Ja. Und falls ihr euch auffragt, wie das ging, Fireball Jump. War knapp, aber ging. Und er hat sich anscheinend eine Enderperle gekauft, weil er hat sich ja noch auf diese Brücke so halb teleportiert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mir davon Brot kaufen sollte. Die Dias sind vollkommen leer. Was für Kombos gibt er denn? Schade. Jetzt das da, das da, was sind das da? Schon mal hier Weg für später saven. Dann schön hier runtergehen, möglichst wenig Falldamage. Er ist aus der Welt gefallen. Wahrscheinlich hatte er viele Dias und Emeralds. Ne, Emeralds können ja nicht so viele gewesen sein. Höchstens 4. Viele Dias sind da. Ja, da kaufe ich mir immer nochmal Prot. Prot 2 müsste das dann sein. Ist grün. Das ist die Frage, ob ich ihn holen will. Oder, genau, er kämpft gegen Blau. Und ich stopp ab. Na, vielleicht doch nicht. Obwohl. Hab ihn. Abstauber, aber hat was gebracht. Also alles okay. Jetzt brauche ich noch einen Dia für die einen Emerald für die Dia-Rüstung. Ich laufe erstmal zurück, um die zu saven. Die Emeralds und die Dias auch. So. Dann brauche ich jetzt noch 3 Dias und einen Emerald. Die 3 Dias brauche ich für Prot 4. Den Emerald brauche ich für die Dia-Rüstung. Oder sind sogar 2 drin. Dann nehme ich mir beide. Gehen wir da zurück. Weil das finde ich schon okay. Dann habe ich noch 3 übrig. Knapp. Knapp, knapp, knapp.
optimal jetzt nochmal ein Deal. Und dann kann ich zurück und dann bin ich unbesiegbar mit Eisenschwert noch. Also weil ich bin Level 73. Bin ich gerade geworden. Jetzt kaufe ich mir die Rüstung. Hab noch drei übrig und von denen genau Brot 4. Und derzeit kaufe ich mir noch mal ein paar Blöcke. Und mal auf sicherheitsweise Picke und sowas. Und kann jetzt angreifen. So. Es sind noch drei Teams, die ich besiegen muss. Da hinten links ist Pink. Da. Jetzt sind die Bases da, aber Pink ist da hinten. Und Pink hole ich mir jetzt zuerst. Beziehungsweise wird mein Plan, zuerst Pink zu holen. So. Scheiße. Das war dumm. Und Blas anscheinend geliefert. Aber es passt so gut. Es passt einfach. Nein. Das nehme ich. Das. Hier. Und nochmal ein paar Blöcke. Sollte gut sein. Es gibt noch grün und rosa. Und jetzt bin ich unbesiegbar mit Eisenschwert. Also ich falle ins Void. Das wäre ein bisschen traurig. Da ist grün. Und der geht zurück zu seiner Base. Er hat versucht, mich abzuhängen. Ja, oder gibt aber auch nicht schlechte Kombos. Er gibt sogar sehr gute Kombos. Dann sollte ich wohl wirklich Pink holen. Beziehungsweise rosa. Das. Jetzt ist die Frage, ob ich wirklich noch auf Port 4 spannen soll oder eher auf was anderes. Ich habe noch drei Dias. Das heißt, ich habe eine Idee, Leute. Eine gute. Hoffe ich. Das ist das. Und jetzt hat. Jetzt. Okay, vielleicht doch nicht. Ich wollte mir nämlich eine Enderperle kaufen und dann darüber. Aber ich hole mir jetzt einfach noch einen Eisen. Ein Emerald, meine ich. Oder ich hau ab. Und schon will ich noch die Brücke zerstören. Jetzt ist die Frage, ob er kommt. Ja, er kommt. Okay. Schwierig. Ich frage mich nur, wo er ist.
Oh, aber Kron wurde eliminated. Das heißt, ich kaufe mir jetzt noch, wenn ich noch im Video bin, kann ich dann hoffentlich runterschießen. Das war nicht schlecht. Ich probiere jetzt ein bisschen Bau zu spammen. Ist ein bisschen asozial, aber passt schon. Das Problem ist, dass er mich wahrscheinlich im PvP zerstören wird. Und nice. Ich nur noch den Rosa. Das ist jetzt vielleicht nicht allzu schlau, nicht hinzusehen. Und der kauft sich auch Jump Boost. Jemanden mit Jump Boost zu treffen ist halt sau schwer. Und das ist nicht so schwer, vielleicht schaffe ich auch einfach nicht. Gut, wichtig. Jetzt kaufe ich mir trotzdem Heapool und Ironforge, damit ich ein bisschen schneller an Sachen rankomme. Ziehe ich das wieder rein. Und ich weiß, dass das vielleicht nicht so schlau ist, aber ich kaufe mir jetzt bisschen viel vielleicht. Play. Und kann das dann einfach hier so über mein Bett drüber machen. Vielleicht nicht die beste Taktik, aber bleibt zumindest ein bisschen länger unentdeckt wahrscheinlich. Und diese Sekunden können mir noch wahrscheinlich mein Leben retten. Und ja, genau. Das kommt dahin. Es ist vielleicht, ja, es ist, ich denke mir, dass es vielleicht ein bisschen zu riskant ist, den Bogen mitzunehmen. Weil wenn ich sterbe, ist halt obviously der Bogen weg. Jetzt passt auf. Passt auf, passt auf, passt auf. Hier nochmal für die es. Ja, warum nicht? Nimmt man immer mit. Aber vielleicht kommt jetzt gleich mein großer Plan. Wenn ich nicht sterbe. Und wenn ich jetzt sterbe, wäre es wirklich blöd. Da gehen wir lieber safe. Deswegen springe ich hier auch rum. Cool. Nein. Ich kaufe mir jetzt ein Dia-Schwert und eine Enderperle. Und vier Goldäpfel und zwei TNT.
Und noch ein paar Feuerbälle. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich werde wahrscheinlich suiciden müssen. Ich hoffe, die fliegt so weit. Okay. Das war's mal wieder komplett. Ja, ich hätte mich noch ein bisschen näher bauen sollen. Aber jetzt könnt ihr ja sehen, dass es gut war, dass ich mir das Stierschwert aufgehoben habe. Jetzt kaufe ich mir doch noch ein paar mehr Blöcke. Und Leiter. Ich wollte irgendwas Cooles machen. Aber das war's. So, jetzt noch. Leiter. So kann ich direkt hier rauf und schön weiterbauen. Passt auf, hinten links. Und er kommt. Wenn alles funktioniert, dann machen wir jetzt Bettenaustausch. Und ich habe dann noch und vielleicht soll ich das auch mal zerstören. Jetzt zerstöre ich es. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe. Wieso ich die Truhen da noch, die Sachen da noch rein. Und wenn ich sterbe, ist eh alles vorbei. Und ich weiß, es ist zwar ein bisschen asozial, aber ich kaufe mir jetzt trotzdem.
Ja, die Silberfische. Ich habe noch drei Dias. Ich glaube, ich track ihn. Und kaufe mir. Das kann man sich dann auch mit einem Smaragd kaufen. Auf jeden Fall nochmal zwei Feuerbälle. Und ja, komm, egal, Sprungkraft. Ja, gewonnen. Er ist wahrscheinlich runtergefallen. Und genau, ich hatte noch sehr gutes Equipment, also ja. Und dann wieder bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da und bis bald.